Wir bringen Material nach New Homestead. Wir haben nichts mehr. Hey, suchst du was Bestimmtes? Guter Plan. Ich kann dir auch was abkaufen, falls du was loswerden willst oder so. Sag einfach Bescheid. Irgendwie passt so deine Art nicht so richtig in diesen Laden, habe ich das Gefühl. Aber finde ich gut, sehr sympathisch. Was es noch eher dazu macht, dass es nicht so richtig in diesen Laden passt. Gut, dass sie ein bisschen Geld hat. Alles angeguckt, oder? In Winter? Ja, alles Gute. So, aber das wollte ich gar nicht gucken. Ich wollte ja hier. Wie geht's? Kann ich dir helfen? Klar, da fädeln wir was ein. Natürlich, ihr wollt das ja haben. So seid ihr doch drauf, Jungs. Warte mal, das... Oh nein. Obwohl, nee, ich hab... verkauft, oder? Okay, ich glaube, ich habe doch keinen Fehler gemacht. Wir sehen uns. Jo. So. Wo muss ich jetzt hin, ist die Frage. Das Gemeindezentrum auf P1 ist perfekt, Menschen zu treffen oder deine Spiele. Hast du die Slate? Lass mal sehen. Verringerte Gelenkabnutzung. Oh, erhöhte Tragekapazität. Eine Dosis davon könnte ein Miner sehr viel effektiver machen. Die Formel ist mindestens genauso viel wert wie Percivals Schulden. Also, du machst Folgendes. Sag Octai in der Handelsaufsicht, dass du ihm ein Geschäft vorschlägst, das Miner effizienter macht, höhere Erträge einbringt, diesen ganzen Business-Mist. Und dass er alles kriegt, wenn Percivals Schulden erlassen werden. Kennst du dich mit Verkaufspräsentationen aus? Jo! Naja, gib einfach dein Bestes und sag, wie viel Geld sich mit der Formel verdienen lässt. Oh, und hier, eine Kopie der Formel für dich, falls du mal deinen eigenen industriellen Output maximieren möchtest. Oh, das solltest du benutzen. Viel Glück. Was, bin ich schon wieder überladen? Och Leute, ernsthaft? Ich hab gerade erst... Was hat er mir denn gegeben? Ich
Türmen spüre. Laut, dass die United Colonies und das Freestar Collective mit vereinten... Erstmal ein Pinoir reingekippt. Gibt's noch was anderes? Gelegenheiten schlage ich eigentlich nie aus. Aber ich würde gern erfahren, was du auf dem Marsmarkt entdeckt hast, was anderen entgangen ist. Wässriger Hämatit. Eisen und Abwasser. Erstaunt mich nicht, dass so etwas noch niemand vorgeschlagen hat. Und welche Wirkung genau hat dein neues Mittel? Interessanter Vorschlag. Falls deine Daten stimmen. Aber woher kommt dieser Hämatit? Es wäre zu teuer, die aktiven Minen umzurüsten. Die Tiefminen könnten eine Option sein. Aber da wimmelt es angeblich von Spacern. Ja, jetzt nicht mehr. Das ist natürlich faszinierend. Ein komplett ungenutzter Ressourcenpool und eine Wirkung, die jede Bergbaufirma in Cydonia liebend gerne nutzen würde. Wir könnten die eigentliche Laborarbeit outsourcen und eine der gierigeren Firmen für Material ins Boot holen. Allein die Lizenzgebühren. Und wie das unser Image bei der Bevölkerung aufpolieren würde. Diese Mine, neu eröffnet, dank der Mars-Handelsaufsicht. Wirklich sehr interessant. Und was willst du für die Rechte an dem Mittel? Dr. Walkers Schulden? Mehr nicht? Sind beglichen. Tja, dann haben wir wohl einen Deal. Und hier, ein Finderlohn von der Aufsicht. Ein absolut vernünftiger Betrag für eine Entdeckung mit diesem Potenzial. Du sollst ja nicht glauben, wir hauen dich übers Ohr. Wir nehmen die Slate, bevor du es dir anders überlegst. War mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Captain. Hast du kurz Zeit? Ich würde gerne mit dir reden. Ich muss eine wichtige persönliche Entscheidung treffen. Aber vorher muss ich mit dir reden. Puh, danke. Also, wo soll ich anfangen? Bevor ich beim Navigator Corps war, war ich Berufssoldatin bei der Navy der United Colonies. Als der Koloniekrieg ausbrach, war ich Chefnavigatorin auf einem Kriegsschiff, der Dauntless. Jede Menge. Und genau darum geht es auch. Es gab eine besonders blutige Schlacht über einer Welt im Eta-Cassiopeia-System. Das schlimmste Gefecht, das ich je erlebt hatte. Wir haben an dem Tag 12 Schiffe verloren. Auch meines. Nein, es ist wichtig. Ich muss dir das erzählen. Das Schiff war kaum noch intakt. Der Captain und der erste Offizier waren tot. Ich hatte also den Befehl. Ein kluger Captain hätte der Crew befohlen, das Schiff aufzugeben. Aber ich war so wütend. Ich wollte bleiben. Ich musste kämpfen. Das glaube ich dir. Aber es wird noch schlimmer. Wir kämpften stundenlang. Aber schließlich mussten wir das Schiff aufgeben. Ich schickte die Crew ins Rettungsshuttle. Ich sah zu spät, dass es beschädigt war. Ich hörte sie noch über Funk schreien. Dann wurde die Verbindung getrennt. Und ich musste zusehen, wie sie hilflos auf die Planetenoberfläche zurasten. Ich konnte nichts tun. Ich? Tut dir leid?
Wäre ich nicht so stur gewesen, so versessen darauf, mich zu beweisen, hätte meine Crew mehr Zeit gehabt zu entkommen. Erzählt das mal ihren Hinterbliebenen. Als sich der Staub gelegt hatte, gaben die United Colonies mir eine Medaille. Ist das zu fassen? Ich hatte nie die Gelegenheit, das Wrack zu finden und meine Crew ordentlich zu bestatten. Pech kommt mir bekannt vor. Du hast mal gesagt, dass man manche Schlachten nicht gewinnen kann, so sehr man auch kämpft. Den Rat hätte ich früher hören sollen. Verstehst du nicht? Alles, was ich tue, alles, was ich anfasse, zerfällt irgendwie. Deswegen habe ich Angst um uns. Nach allem, was du gehört hast, glaubst du immer noch an mich? Ich war noch nie jemandem so wichtig. Nicht einmal Aja. Das hoffe ich sehr. Ich kann im Moment nicht noch mehr dazu sagen. Danke, dass du mir zugehört hast, als ich ganz dringend jemanden gebraucht habe. Das werde ich dir nie vergessen. Zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens gelten in der Stadt verschärfte Lärmschutzbestimmungen. So, die Schulden sind beglichen. Also sollten wir jetzt Hilfe bekommen. Nicht viele hätten ihren Hals einfach so für einen Fremden riskiert. Ja. Ernsthaft? Gut gemacht. Dann bin ich jetzt wohl an der Reihe. Er ist im alten Red Devils Hauptquartier. Da wurde nach der Auflösung unserer Einheit alles verriegelt, aber wir haben ihn durch die Tiefminen reingebracht. Ich wollte dich wegen der Spacer warnen, aber um den Abschaum hast du dich ja offenbar schon gekümmert. Hier, der Zugangspass. Ich lasse ihn wissen, dass du auf dem Weg nach unten bist und er dir ein fettes Dankeschön schuldet. Ernsthaft? Ich war im Prinzip schon bei ihm, mehr oder weniger. Das ist hart. Wir haben alles Mögliche. Ich bin gern behilflich. Sieh dich ruhig um. Der sieht eher aus, als wenn der in einer Muckibude arbeitet für dich. Das ist gutes Zeug. Kein Wunder, dass bei mir immer alles schwer ist. Oh, kann man mal aufheben. Ganz essen. Ach ja, von ihr, ne? Ich glaube, sie hebt auch Sachen auf. Also, der hat schon wieder kein Geld, ne? Ich brauche irgendwas gegen wie heißt das? Ich komme nicht drauf.
Mann, hier, Strahlung, jetzt. Penicillin, ne? Interessant. Tja, gibt wohl nichts. Oder ich finde ja immer. Komm gerne wieder. Vielleicht ist es auch schon geheilt. Ich weiß es nicht. Wir müssen mal schauen. Informiere uns bitte, wenn du etwas. Ja, ein Bodybuilder, der in einer Handelsgesellschaft arbeitet. Ich finde das schon irgendwie verdächtig. Soll ich diesen ganzen Weg wieder dahin laufen? Toll. Und ich bin auch immer noch überladen. Das ist gar nicht mal so wenig. Na gut, wir könnten ja auch erstmal ein bisschen was wieder ins Schiff packen. Ressourcen und sowas. Bei mir ist alles bestens, Captain. Und Ressourcen sollten lieber im Schiff sein. Wegen Notizen wiegen nichts, oder? Na gut, ein paar. Ist nicht der Rede wert. Bess? Scheiße, was habe ich denn alles gelagert? Ressourcen. Tja, wie verkaufen wir jetzt noch was?
deutlich zu sehen. Den Laden unten haben wir jetzt eigentlich geplündert. Oh, hi Sam. Bis morgen. Ich habe den Bericht gelesen. Sie sagen danke. Gut gemacht. Gut gemacht? Mehr nicht? Ja. Oh, okay. Gern geschehen. Wobei, du solltest bei deinen Berichten vielleicht eine Rechtschreibprüfung machen. Wow. Danke fürs Mitnehmen. Sobald wir Aquila erreichen, sollten wir reden. Mein Schrott ist jetzt dein Schrott. Toll. Was sind das hier für Terminals? Schade.